Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Apple Galactic Survival. Hier mit mir, dem Pelljack. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Freut mich. Ja, als allererstes, nicht verwechseln. Die Folgen, die ich vor kurzem rausgehauen habe, Neustadt in der Wüste, sind nicht Staffel 12. Das ist ein Livestream von Twitch. Der kommt jetzt immer, ja, so wie ich ihn auf Twitch spiele, kommt dann auf YouTube auch raus. Da könnt ihr auch noch mal ein bisschen gucken oder so. Wundert euch nicht wegen der Qualität. Die ist unterschiedlich. Es kommt immer ein bisschen auf meinen Upload an. Wenn er gut ist, habe ich eine gute Qualität vom Bild her. Wenn nicht, dann ist halt ein bisschen verpixelt immer. Aber wenn man es auf dem Handy schaut oder irgendwas oder auf dem Tablet, sollte es eigentlich gut zu schauen sein. Dann hatte ich eine Umfrage gemacht und hatte euch mal gefragt, in meinem Community-Tab, auf was für Geräten ihr spielt, auf dem Handy oder auf dem Tablet oder auf dem Laptop oder was auch immer. Und der Großteil bis jetzt mit 33 Stimmen, also sind irgendwie alle gucken das auf dem Handy. Das hilft mir sehr weiter. Vielen Dank übrigens dafür. An zweiter Stelle kommt der Computerbildschirm. Da schauen dann auch nochmal irgendwas über 20% oder so und am Handy irgendwas über 50%. Ihr könnt da gerne noch dran teilnehmen weiterhin. Würde ich mich darüber freuen. Das ist so eine kleine Statistik für mich persönlich, damit ich weiß, wer an welchem Gerät schaut ungefähr. So ungefähr, ja. Dann habe ich noch ganz schnell eine schlechte und eine gute Neuigkeit. Die schlechte zuerst. Ich habe mein System neu aufgesetzt, obwohl das eigentlich eine gute Nachricht ist. Oder sagen wir doch, ist eine gute Nachricht. Erstmal die gute Nachricht. Ich habe mein System neu aufgesetzt. Ich habe alle Festplatten gelöscht. Ich habe alle neu formatiert und ich habe Windows neu aufgespielt. Vorher habe ich ganz pingelig von jedem Kram irgendwie ein Backup gemacht. So, und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Ich habe alle meine Spielstände gelöscht aus Versehen. Also es war wirklich Versehen. Ich dachte, ich hätte von alles ein Backup gemacht, aber nur nicht von den ganzen Let's Plays und so. Ja, Icarus und Imperial Galactic Survival und so weiter, alles weg gewesen. Ich habe soweit aber schon mal weitergespielt jetzt hier auf dem Eisplaneten. Ungefähr bis dahin, wo wir auch waren. Nur, dass ich jetzt nicht da an diesem See sitze mit den Kaffeeblümchen, sondern dass ich nur bis hierhin gelaufen bin. Denn ich habe auch meinen Fehler gemerkt. Ich weiß, woran es lag. Wir haben die Mission nicht angenommen. Ich habe ja noch gesagt, ich muss nur meine Sachen packen. So ungefähr. Also, es gab ja drei Optionen zum Auswählen. Und ich hatte die mittlere genommen. Und ich glaube, man muss erst die erste anklicken, damit die Mission überhaupt aktiviert wird. So, und genau da machen wir weiter. Also ich habe jetzt nicht ganz genau dasselbe und ich habe jetzt mir auch nicht den Spielstand angeguckt und habe mir jetzt irgendwie gesagt, das und das cheate ich mir jetzt. Also nein, ich habe einfach ganz normal nochmal neu gestartet, bin den Weg gegangen, den wir vorher auch gegangen sind, habe das gemacht, was wir vorher auch gemacht haben und da bin ich jetzt. Und dann habe ich jetzt, was habe ich jetzt hier? Mal gucken hier, Level 6 bin ich jetzt. Ja, hier habe ich noch gar nichts geskillt, da auch nicht, da auch nicht, hier auch nicht. Hier habe ich kleines Raumschiffkern, wenn da nicht schon war. Hier siehst du, ich habe noch nicht mal das, ich habe noch gar nichts geskillt, sehe ich gerade. warte mal, Werkzeuge habe ich auch noch nicht. Waffen habe ich geskillt gehabt, ne? Ne, auch nicht. Ach ja, die hatte ich gescheatet, ja, hätte ich ja auch. Stimmt, die habe ich gescheatet, bin ich ganz ehrlich. Hatten wir ja vorher auch, also von daher, ja, da mache ich jetzt hier einen Punkt noch rein. Dann brauche ich den Punkt hier nicht mehr reinsetzen. Schrotflinte benutze ich eh fast nie. Sprengladung. Anzug. So, da werden wir erstmal reinskillen. Das Multitool. Die Brille. Diverses. Portable Software und Tage, was heißt. Genau, das sind so die Sachen, die habe ich mir dann gescheatet am Anfang. Aber wie gesagt, die hatten wir in der letzten Folge ja auch alle hergestellt. Ja, ich tendiere jetzt dazu, Basis oder kleines Raumschiff oder vielleicht doch ein Hoover. Weiß ich noch nicht. Wir gehen am besten erstmal, seht ihr hier, habe ich Sturmgewehr, Schrotflinte, ja, den üblichen Kram. Verbände, die habe ich mir, glaube ich, hergestellt. Ja, da hatte ich auch noch hergestellt. Genau, das hatte ich nicht, nichts von gescheatet. Kaffee auch nicht gescheatet. Das Motor und so weiter auch nicht gescheatet. Also es waren wirklich nur die beiden Waffen hier. Die hatte ich mir gescheatet. Und ungefähr die Munition, die wir vorher hatten. Ne, könnt ihr nachgucken, im letzten Video hatte ich auch. Irgendwas bei 1000 Schuss und 30 Schuss Munition irgendwie. Und noch viele andere Sachen. Ich denke, das kann man verzeihen. Und wir müssen mal gucken. Wir müssen noch mal zu dem Captain rennen. Das ist das, was ich sagte letztens. Wir haben nämlich nicht die Mission aktiviert. Dann ist es auch kein Wunder, dass ich nicht vorwärts komme.
Das will ich jetzt mal probieren. Ich habe es soweit schon mal gespielt, wie gesagt, und das schauen wir nochmal zusammen rein. So. How can I help? Und ich habe das genommen. I need to prepare first. Also er wollte sich jetzt vorbereiten. Aber ich muss den hier anklicken. On my way. Und das machen wir jetzt mal. Und da geht es dann auch heute weiter. Ah, okay. Er sagt gar nichts. Aber ich bin on my way. So. Mal auf hier. Naja, aufmachen kann ich hier immer noch nichts. Jetzt gucken wir mal, ob er jetzt irgendwas markiert hat hier auf der Karte. Ah, seht ihr jetzt? Ne, oder? Doch, Science Vessel. Ah, seht ihr? Man muss die Mission erst aktivieren, ist nicht verbuggt oder ähnliches. Ja, ich habe ein bisschen, also ich werde jetzt noch, euch noch ein bisschen erzählen, so was passiert ist, mal systemmäßig. Also, es läuft alles viel, 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 viel besser. Sehr viel besser, um ehrlich zu sein. Und, ja, das heißt nicht, dass ich trotzdem nicht ein neues System brauche, sondern ja, ich brauche immer noch ein neues System, was ich mir immer noch nicht leisten kann. Und neue Arbeitsspeicher wäre halt auch schön. Da hatte ich heute noch einen Kommentar bekommen, das hatte ich aber dann, denke ich mal, geklärt von einem meiner Zuschauer. Und wegen den Spenden für den Arbeitsspeicher. Und wer das irgendwie jetzt noch von euch nicht gut findet, dass ich nach Spenden frage oder ähnliches, guckt euch das Statement-Video an, dann wisst ihr die Lage und die Situation momentan. Den Typen hier haben wir auch übersehen. Keiner rennt. Ja, hier war ich schon mal. Do the name, Tash, Aki, Talan mean anything to you? Oh, was steht hier? Wieder abgebrochenes Englisch für Anfänger. Bei Feljek wieder, ne? Ihr seid wieder live dabei. Ja, also eigentlich nichts Besonderes, geht um das Artefakt und dass die bei dem Obelisken hier waren und haben das untersucht mit dem Camp und mit Dr. Hendrill und so eine Sachen und bla 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 bla, ne? Wieder dieses typische. What are you researching here? Also was untersuchen wir hier? It's a Progenitor Artefakt. Es ist ein Progenitor Artefakt. Umrandet mit Stationen, die hier gebaut worden sind. Ich weiß nichts über Details oder so ähnlich. And the scientists are silent about it. Was auch immer. Pendulum. Okay, Pendril und er wurden hierhin transferiert später, wegen den Hishkal. Die Hishkal sind übrigens diese Eismenschen, also diese Golems. If you're looking for him, he's up in the cockpit of the shuttle most of the time, coordinating all the actions. Okay, also der Pendril ist, wenn ich nach ihm suche, er ist oben im Cockpit oder im Shuttle die meiste Zeit und koordiniert halt ja alle Aktionen, die sich hier halt machen. Und die Scientist, also die Forscher heißt das, glaube ich, ne? Sword kick him out the door of this moment. Ja, irgend so ein Blabla halt, ne? Also er sagt hier nichts Besonderes. Was ich aber noch gesehen habe, hier ist noch eine Tafel. Please contact the system admin. Und wir hatten ja gesehen, hier ist ein Schalter. Ah, du benötigst den Zugriff, für den Zugriff folgenden Gegenstand, Keycard Red. Okay, man kann das gar nicht öffnen. Aber ich denke mal, dass man dann da unten, dass sich dann eine Art Tor öffnet, könnte ich mir so richtig vorstellen, irgendwie so ist so vorhersehbar. Ja, das heißt, wir müssen uns jetzt aufmachen und zu diesem Punkt gehen, der ja auf der Karte natürlich markiert ist. Da ist er, ein Feind hier. Drone Veteran Cannon, oh. Wir müssen hier hin, 3,82 Kilometer, das wird furchtbar kalt, das heißt, wir müssen, glaube ich, erstmal eine Runde pennen oder so, ne? Wenn wir können jetzt. Da ist der Feind in der Nähe. Wo auch immer, dann gehen wir wieder hier hin. Vielleicht klappt das wieder, wie beim letzten Mal. Ja, ne, doch nicht. So früh gefreut. Was ist denn hier? Ach, die Drohne da, ne? Ich sehe es schon. Da irgendwo.
in eine falsche Richtung. Dann verpieseln wir uns mal. Und mal gucken, dass wir von der Drohne wegkommen. So. Und läuft noch ein Golem rum? Ne, doch nicht. Das war nur ein Glibber, glaube ich. So, dann ist nämlich nicht mehr so kalt. Dann können wir uns jetzt aufs Hoverbike setzen. Obwohl, warte, warte mal, wir trinken mal einen Kaffee noch schnell. Oh. So, dann haben wir 23 Grad im Anzug. Und dann driven wir mal los. Ja, ihr habt vielleicht auch schon, der eine oder andere hat es gemerkt, die, die auf dem Handy gucken, wahrscheinlich nicht. Eher die, die auf dem Computerbildschirm gucken, meine Qualität hat sich auch verbessert wieder. Das Gestocke hat aufgehört, großteils, zumindest in Empyrean. Und in Icarus habe ich das Gestocke nach wie vor, aber ja. Es so langsam kommt die gewohnte Qualität wieder zurück hier auf meinem Kanal mit meinen Videos und aber nach, wie gesagt, nach wie vor brauche ich diverse Sachen halt, um das hier am Laufen zu halten, den ganzen Kanal. Und da wäre ich halt, wie gesagt, auf eure Unterstützung angewiesen. Aber genug von den Gefasel immer mit diesen ganzen hier, ich brauche Spenden hier und Spenden da. Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich nicht das Hauptaugenmerk. Aber es ist natürlich so, Fakt ist halt, dass der Kanal halt gefährdet ist, sag ich mal. Und ohne eure Hilfe könnte ich halt nicht groß weitermachen in Zukunft. Bis dahin läuft es jetzt aber erstmal und ich gebe mein Bestes. Versprochen. Und dann schauen wir mal. Na, hier ist ein Berg, da fahren wir drum rum. Wir haben 17 Grad am Anzug, es wird langsam wieder kalt. Ja, wie gesagt, Qualität der Videos wird besser. Ja, da habt ihr gesehen, ist nochmal so ein Stocker drin. Ah, das ist eh mehr da hinten. Oh, minus 60 Grad. Jetzt wird es kalt hier. Jetzt wird es richtig kalt. Ja. Ja, ich weiß, so kalt. Ich wärme mich gleich auf. Aber ich muss einmal kurz hier hin. So. Gleich haben wir es. Wo ich jetzt wieder anhalte und hin und her. Ah, hier stehen noch so ein Ding an. Das muss ich aber. Hat gereicht erstmal. So, wo kommt man hier rein? Oh, was war jetzt? Mach ich einfach hin. Okay, die hier Stall sind schon fleißig hier. Oh, da muss ich aufpassen, das ist einer von uns. Noch einer. Oh, 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 oh. Das war was. Oh, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Mal gleich noch einen Schluck. So. Den kann man nicht anquatschen, das ist nur ein Wächter. Noch mehr? Okay, ich habe ihn nicht aussehen angehittet, hoffe ich. Dann geht hier auch die Story weiter, ein bisschen dunkel, sorry. So, jetzt. Wir lesen mal das nächste Ding hier. Ach du. Dr. Handel said we should get destroyed by this Progenitor garbage. Ja, Dr. Handel sagt, keine Ahnung, ich kann das nicht übersetzen wieder mal. Nevertheless, with the artifact Nerby. Wegen irgendeinem Artefakt in der Nähe ist irgendwie was, keine Ahnung. It took a little walk, I found one of those hash locks. The scientists are sorting on. Er hat irgendwie ein kleines, irgend so ein Testlock hat er gefunden, wo die Forscher drauf gekniet haben oder irgendwie sowas. It put into the white closet next to the container for now. Ah, er hat das in den kleinen Container vor uns gepackt. Mehr interessante Sachen, glaubt er, gibt es in der Konsole. Handel rollt seine Augen. Wenn er es aktiviert hat, ist ein Wunder, dass es funktioniert oder dass es läuft.
As good as that, that the thing immediately connected to our network and locate data. Ja, es ist wohl gut, dass es connected ist mit unseren, mit unserem Netzwerk und unseren lokalen Daten. Ich hoffe, niemand wird es irgendwie merken, bevor wir weggehen, ob wir so ähnlich oder zurückgehen. Ja, die Nerven sind irgendwie, die Nerven liegen irgendwie blank bei den Leuten oder sowas, wegen den Hischkal halt oder irgendwie sowas. Also ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen mithelfen. Der Übersetzung, ich, wie gesagt, ich bin da, ich bin Deutscher und nicht, kein Engländer, also ich weiß das nicht. Ich kann mich, wie gesagt, mal ein Smalltalk, irgendwas funktioniert ganz gut, alles andere ist, ja. Ich hab's halt dann sehr schwer mit so einem Spiel, mit, wenn alles so in Englisch ist. Damage private data device found. Reconstruction of the information in the buffer memory has been partially through the world. Ja, das sind diese. Ja, das ist jetzt dieses Tash Aki Talen, Log 2 ist das jetzt. Das ist diese Geschichte mit den Obelisken. Ne, das ist jetzt nicht so wild. Also, da warten wir mal lieber, bis es in Deutsch kommt. Da habe ich auch ehrlich gesagt keinen Nerv drauf, das alles zu übersetzen. Das wird das Let's Play auch unendlich in Länge ziehen. Ja, das ist hier Planetenoberfläche. Da kannst du nachgucken, was es hier gibt, welche Fraktionen und diese ganzen Geschichten. Und das ist Handwiller hier. Das ist Dr. Handwill, von dem wir gequatscht hatten. Das sieht schon interessanter aus hier. Danke wegen den Arcash, also die wir am Eingang gekillt haben. Das war in der letzten Rettung in der letzten Sekunde. Wir haben Proben gesammelt. Irgendwie sowas, glaube ich. Und Radio went out. So did the probe. Was für ein Wort? Also irgendwie der Funk ist ausgefallen und so weiter. Entschuldigung. Und dann sagt er hier, die Beispiele oder irgendwie was? The Samples? Samples? Und was sind Samples? Beispiele oder so? Must go to the station immediately and be examined. Also hier diese, ja, diese Sachen, die er irgendwie gefunden hat oder was war das? Die müssen sofort zurück zur Station und müssen untersucht werden. Ich soll sie direkt zu Pendril geben. Ich soll sie gar nicht erst woanders abliefern, sondern direkt beim Captain. Es ist einfach zu wichtig. The sample must not be lost. Sie dürfen nicht verloren gehen, die Dateien oder wie auch immer. Hörst du? Fragezeichen. Er bleibt da, er bleibt hier stehen, der Handwill, und sammelt weitere Daten oder so ähnlich. Und ich soll Pendril sagen, dass er mehr Leute braucht, wohl, dass er mehr Leute braucht. Er soll mehr Männer schicken. Und wir können hier nicht weg oder so ähnlich. So, das quatscht er hier. Und ja, wissenschaftliche Ressourcen haben wir gefunden. Voll eine Unschwimme herum. Hier sind immer so Konsolen. Ja, da steht immer Unknown User, unbekannter User. Ich soll den Administrator kontaktieren. So, wo geht's? Hier geht raus. Was ist denn hier eigentlich noch? Hier ist noch eine Tafel. Hier ist ein Generator. Und hier ist gar nichts. Hier wollen wir runter. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Oh. Da ging es ja raus. So, ne, hier ist noch ein Bett. Darauf zugreifen können wir auch nicht. Also das auch nicht falsch verstehen, was ich in der ersten Folge gesagt habe, dieses nicht drauf zugreifen. Das heißt, natürlich könnt ihr darauf zugreifen, aber solange das rot ist, sollte man das nicht tun, weil dann sind wir feindlich ja gleich. Dann werden wir ja gleich als Diebe dargestellt und sind sofort feindlich. Jeder, der mein Pyrin gespielt hat, kennt das. Und deswegen sage ich immer, kann man nicht drauf zugreifen. Natürlich kann man drauf zugreifen, aber ich will das natürlich nicht riskieren, ne? So, Kuckuck, hier bin ich. Ja, in 13 Stunden geht die Sonne unter, das heißt, sie geht gerade erst auf hier. Wir frieren uns wieder einen ab, 24 Grad im Anzug. Und wir müssen zurück. Dann einfach hier das Bike auspacken und hier runtergleiten. Wir sind ja schlau, ne? So, dann schnell weg hier, weil es hier ist furchtbar, furchtbar kalt. Ja, und ich sehe schon an den Bergen hier, was ist das? Das könnte, ne, das ist Prometheum, glaube ich, ne? Oder ist das, oh, was ist denn hier? Leck, leck.
Oh, guck, jetzt haben wir. Guck, wir brauchen kein kleines Raumschiff mehr. Wir haben ja schon den Gleiter hier. Aber mir geht der Kaffee aus, Leute. Wir müssen vielleicht mal gucken, gleich hier vorne am Wald, ob wir hier vielleicht ein bisschen Nachschub kriegen. Obwohl ich mich da nicht drauf verlassen würde, hier vorne. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir uns was bauen. Weil es ist echt furchtbar kalt, ne? Wir müssen irgendwie an Gold rankommen, dass wir einen Eva-Booster bekommen. Sonst wären wir hier nicht froh, ne? Ist schon wieder kalt. Und lass mal gucken, vielleicht finden wir hier irgendwas. Ein paar Blümchen, dachte ich mir. Aber das sieht nicht so aus. Aber hier ist es ein bisschen wärmer. Ah, ich habe keine Heizung. Guten Tag, Feljack. Ja, die müssen wir nämlich erstmal bauen. Da haben wir gar keine. Was? Da haben wir keine Mast für. Kohlenstoffsubstrat. Was war das? Holz? Naja. Haben wir doch. Verwechsel es jedes Mal, ne? Ich spiele das schon seit Jahren, das Game. Und jedes Mal verwechsel ich hier, was ich brauche. Ne, hier sind noch keine Blumen, nichts, ne? Oh ja, jetzt hängt er sich hier auf. Lithium-Erzlager. Hier. Hier ist auch nichts, also. Ne, hier sind nur wie diese leuchtenden Blümchen hier. Ja, wir heizen mal ganz schnell zurück. Wenn wir es schaffen. Ganz, ganz schnell zurück. Ja, mein Lieben. Und die Folgen muss ich ein bisschen kürzer gestalten. Dafür qualitativ hochwertigere Videos, sage ich mal. Die euch auch schön auf dem Computerbildschirm anschauen könnt oder auf dem Fernseher oder so. Hat alles seinen Preis. Ich bin ein bisschen eingeschränkt noch, wie gesagt, mit meinem Rechner. Natürlich auch mit meinem Upload. Solange das Glaswasser noch nicht da ist, ja, wird da auch nichts mehr. Wird da auch groß vorläufig erstmal nichts von riesigen Dateien hochzuladen. Deswegen muss ich ein bisschen kürzer treten in Zukunft. Also Folgen werden immer so um die 20 Minuten gehen, denke ich mal. Und ja, und hat mich ein bisschen gewundert, dass ich kaum irgendwie... Oh, was denn jetzt? Jetzt bin ich rausgeflogen. Ey, ich habe mich rausgeschmissen aus dem Spiel. War das irgendwie ein Error? Keine Ahnung. So, eingepackt hier. Was soll ich denn gesagt haben jetzt noch? Habe ich den Faden verloren? Wir bringen erstmal schnell die Daten zurück. Was wollte ich gesagt haben? Rendern habe ich gesagt, ne? Und kürzere Folgen habe ich gesagt. Ich habe einen Faden verloren. Ich wollte irgendwas Wichtiges sagen. Dr. Händel hat überlebt. Danke für deine Mühen. Lass uns hoffen, dass es etwas wert ist oder so ähnlich. Danke dir also für das Vorbeibringen oder wie auch immer von den Reports halt. Er hat bereits die Daten und Analysen safe, sag ich mal sozusagen. Also er hat sich da schon alles durchgezogen da und ich bin willkommen. Ich bin irgendwie, you are welcome, keep the unredacted part of the report. Irgendwie sowas, keine Ahnung, was das genau bedeuten soll. Come back later, maybe we'll have resolved by then. Also er soll später auf jeden Fall wiederkommen und er hofft dann, dass er irgendwie irgendwelche Resultate hat. Genau, ach ja, jetzt was ich sagen wollte. Jetzt haben wir 250 Money gekriegt, 150 Ruf bei Polaris. Das erlaubt uns immer noch nicht auf die Schränke zu gehen, leider. Bisschen zu wenig Ruf. Ja, mich hat gewundert, dass auf meinem ersten Video so wenig Likes waren, mein Lieben. Nur weil ich es nicht erwähnt hatte. Ich dachte, vielleicht liked ihr von euch aus mal so ein bisschen, aber... Hat mich echt gewundert. Für die erste Folge gerade mal 20 Likes seit einer Woche. Also, was ist los mit euch? Zockt keiner mehr in Pillen oder will das keiner mehr gucken? Oder wie sieht das aus? Also, es hat mich einfach mal interessiert, ne? Trotzdem, danke an alle, die es geliked haben und sich geschaut haben auch. Auch mit meinem abgebrochenen Englisch. Und das wird sich auch nicht ändern. Ich werde jetzt nicht extra Englisch lernen für ein Game oder so. aber deswegen werde ich es jetzt nochmal am Schluss nochmal sagen, gebt mal dem Daumen-Video nach oben, beziehungsweise bewertet mein Video, auch wenn es euch nicht gefällt, dann gebt halt einen Daumen nach unten, ist mir auch recht. Und schreibt doch mal ein nettes Kommentar oder so, lasst mir ein Follow da, ein Abo ist kostenlos, eventuell, wenn ihr Bock habt,
auf Emojis und Chat-Badges in den Kommentaren und im Livestream. Gibt es eine Kanalmitgliedschaft schon für unter 1 € im Monat. Und ja, Spenden werden halt sehr hilfreich momentan wegen dem Arbeitsspeicher, das ich mir dann leisten kann. Es müssen nicht unbedingt 64 GB sein, reichen auch, wenn es 32 GB sind. Und dann bräuchte ich ungefähr um die 70 € für mein altes Kacksystem. kriege ich den Arbeitsspeicher recht günstig. Da muss ich keine 500 € für Arbeitsspeicher ausgeben oder sowas, da ich eh nichts Neues habe. Ich kann höchstens das alte System ein bisschen aufpäppeln, um noch ein bisschen länger was zu machen auf YouTube. Und ja, da könntet ihr ein Teil von werden halt. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, in dem Sinn, danke fürs Zusehen. Sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.